Meine Freunde, willkommen zurück zu SimCity, immer noch mit Stefan, der da hinten seine Stadt, glaube ich, wieder neu aufbaut, ne? Jo. Ja. Und unsere Stadt, die bald pleite ist, wenn es so weitergeht. Weil ich mal wieder die Finanzabteilung noch nicht aufgebaut habe. Ich gebe mehr Geld für Rohöl aus, als ich einnehme. Warum machst du denn sowas? Bau doch dein eigenes Rohöl ab. Kann ich nicht. Ist doch nicht mein Problem. Oh, warte mal. So, direkt Rathaus. Alter. Bevor. Ja, jetzt habe ich dich mal getrollt. So. Ich glaube, du willst es richtig dick haben, ey. Finanzabteilung steht. So, da hast du deine Ruhe. Ich habe jetzt schon minus 7 Monate die Stunde. Nur wegen dir. Und? Dein Problem. Was hat, hast du dir irgendwas vorgenommen, außer nicht pleite zu gehen, diese Folge oder allgemein diese Aufnahmesession? Mir einen Finger im Popo stecken, warum? Das hört sich doch mal nach einem sehr guten Plan an. Dann wünsche ich dir doch mal viel Erfolg dabei. Ach schon, das machst du jetzt auch. Nee. Ich habe mir vorgenommen, ich wollte testen mit Omega Co. ob ich das aufgebaut kriege hier diesmal, aber es wird verdammt schwer werden. Hoppala, das weiß ich nämlich jetzt schon. Ist es das viel zu große Nähe zu einer Kreuzung? Willst du mich verarschen? Da ist doch gar keine. So. Patsch, patsch. Oh, ich mach plus. Cool. GZ. What the fuck? Warte mal, der verbesserte Kohlegenerator ist in einer Stunde günstiger wie so ein scheiß Schornstein. Was? Ja gut, kostet dafür auch 10.000 mehr. Ah. Drauf geschissen. Bauen wir so ein Ding. Oh, bitte sagt mir... Oh nee, ihr stellt noch Leute ein. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Machen wir es erstmal hier so. Damit ich nämlich auch hier wieder die Hilfslinien habe. Warum sieht das denn hier so komisch verkrüppelt aus? Weil du es gebaut hast. Wahrscheinlich. Scheiße. Gucken wir mal, kann man hier irgendwas abreißen? Oh cool, 3 Gebäude kann ich abreißen. Was ist dein Problem hier? Die Steuern sind so hoch, wir gehen alle pleite. Komisch, die Dreier beschweren sich nicht, aber die Einser beschweren sich. Normal sind das die Dreier, die sich immer beschweren. Wollte gerade sagen, die Einser, die gehen nicht pleite, aber die Dreier, oder wie? Verkorkste Welt. Zu viele Keime. Genau. Es kommt gleich, zu viel Industrie. Wie viel kostet mich eigentlich der Kohleimport? Der ist doch günstiger, oder? Der Kohleimport ist eigentlich relativ günstig. 4.000 kostet er doch nur. Scheiße, Strom. Komm nicht auf den Gedanken, von mir zu kaufen. Nicht? Warum nicht? Ich hab nur 146 im Überschuss. Oh fuck, mein ganzes Wasser ist so gut wie aufgebraucht oder total verdreckt. Ja, schöne Scheiße. Wieso habe ich kein Wasser mehr? Dann nimm doch so ein Abwasserfilter-Ding, was ich ja hier geforscht habe. Abwasserfilter? Naja, das ist der Abwassersterilisator. In der für die Pumpstation oder? Nee, das ist ein eigenständiges Gebäude. Das kostet genauso viel wie die. Kostet sogar weniger wie die Kläranlage. Kostet aber 500 die Stunde. Damit brauchst du dann auch kein Wasser mehr haben, weil kostet weniger wie die Pumpstation und halt 100 mehr. Okay. Weil du machst halt daraus, aus Kacke machst du Trinkwasser. Wo ist das Zeug? Bei Abwasser. Bei Abwasser? Mhm. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob du schon bauen kannst. Ich habe auf jeden Fall geforscht. Ja, kann ich. Wollen wir gleich mal testen. Jo, Wasser ist da vom Feinsten. Das heißt, jetzt fehlt nur noch Strom. Strom, da habe ich auch was geforscht gehabt. Und zwar, was war denn das? Für das Windkraftding habe ich diesen Aufsatz von Städte der Zukunft geforscht. Was du da oben auf das Hauptgebäude draufballern kannst. Auf das Hauptgebäude? Mhm. Ah, den Windstromverstärker. Genau. Ja, wunderbar. Hauen wir den auch mal drauf. Wenn du noch was haben willst, dann schick mir das Geld und forsche ich das. Okay. Ich könnte zum Beispiel auf einen Wellenkraftgenerator forschen, kostet aber 50.000. Das Geld habe ich nicht. 50.000? Oder 50.000. Moment, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich hier irgendwie Strom zurande kriege an diese komischen Teile. Dann machst du erstmal mit dem Wind. Naja, bin ich ja gerade dabei. Ich baue hier gerade ein Windkraftwerk irgendwie auf oder ich versuch's zumindestens.
Oh, cool. Straßenbahnschienen von Städte dazu sehen auch cool aus. So, jetzt habe ich zumindest schon mal Strom. Ach, das ist ein Krankenwagen. Sieht aus wie ein Polizeiwagen. Komisches Zukunftsfahrzeug. Warte mal, hier, ihr wollt doch was. Was willst du? Das Busnetz ist bisher einfach fantastisch. Gute Arbeit, Bürgermeister. Kann ich das Ding erweitern? Ich hoffe, das denkt meine. Ach, na, das deckt meine Versicherungspolice mit ab. Was hat er denn angestellt? Irgendein Krankenunfall. Naja. Oh, hups. Falscher Knopf. Das Ding ist. Ach, so ja langsam. So langsam läuft's wieder. Das Ding ist geil. Also hier das Abwasserteil. Echt? Das Ding ist einmalig. Das ist echt super. Beides zusammen in eins. Spart Platz ohne Ende. Und produziert Wasser. Zwar jetzt nicht so. Oh, da super, ja, klasse. Ich brauche ControlNet, um die Sachen da am Laufen zu halten. Ja. Kannst bei mir kaufen. Ah, das war ja klar. Irgendwo musste ja der Haken sein. Scheiße. Ich habe gar nicht so viel Abnehmer wie ControlNet. Ach, kaufe ich sowieso schon von dir. Okay. Könnt ihr rein. Warte mal, ich pausiere mal. Wie viel kostet denn das Abwasserding? Ich glaube 40.000? Genau. Boah. Wenn ich jetzt die Kläranlage schließe, die kostet mich 1.200 die Stunde. Wenn ich die jetzt wegballer, und wenn ich dann noch das Wasser wegballer, kostet mich auch 800 die Stunde. Weil 2.200 plus die Stunde. 2.800. Und kann jetzt so ein Abwasserding hinbauen. Was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Einerseits sagt er, ich habe Minus an Wasser, aber im Abwasser sagt er, ist alles gut. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Das Ding produziert zwar Wasser, aber nicht so viel, dass es in irgendeiner Art und Weise was bringt. Ich brauche Kredite, ich brauche Geld, ich brauche alles. Okay, das heißt, ich muss für Wasser dann doch noch was machen. Also den kostet ja auch 20.000, was du da dran baust. Mhm. Oh, und so viel Wasser produziert das Ding gar nicht. Ja, eben, deswegen. Das Problem habe ich nämlich auch gerade. Es produziert zwar Wasser, aber... Aber nicht genug. Nee, es ist so ein kleines Aufwärmbecken eigentlich eher nur. Das heißt, ich bräuchte wirklich irgendwie noch eine Pumpstation später. Ich bin jetzt schon wieder auf 43.000 Einwohner. Warte mal, ich brauche schnell irgendwie Wasser. Okay, so. Das erste steht. Wenig Geld. Kleine Feuerwache, die muss erstmal reichen. Boah, sind sie alle unzufrieden. Ja, wie, ihr braucht ControlNet? Ihr braucht kein ControlNet. Ja gut, du brauchst doch ControlNet. Ich habe ein Minus von 46. Ach nee, jetzt geht's. Rohre verstopft. Interessant. Minus von 6,3, das geht ja gerade so, oder? Ja, das... Das ist okay, das ist verkackt. Ich verkaufe dir meine... Warte mal, ich verkaufe dir nicht mehr meine Kacke. Wenn meine Kacke behalten, dadurch kriege ich mehr Trinkwasser. Das klingt auch irgendwie voll eklig. Ja. Ich habe mir ja nochmal die ersten Folgen angeguckt. Da kommen wir schon wieder zu dieser Szene mit... Anna, ist von heute Morgen noch was aus dem Klo übrig? Ich will einen neuen Kaffee machen. Ja, das hatten wir ja auch gehabt in den ersten Folgen. Mhm. Oh, scheiße, mir brennt jetzt hier die ganze Stadt weg. Nein! Dabei sah alles so schön aus am Anfang. Aber auch nur am Anfang. Boah, bei mir ist das Ding sowas von ausgelastet, ey. Ey, wo gebe ich denn so viel Geld aus? Betrug? Ach gut, Kohle. Ey. Ich habe nur noch 2.351, also für mich, ich glaube, ich bin gleich pleite. Oh nö, ne? Ja, ich war der Meinung, ich muss so ein Ding bauen. Mach keinen Scheiß. Hallo, wo kann ich den schließen? Wir haben jetzt gerade eben erst die Session angefangen mit der Aufnahme. Da kannst du nicht jetzt schon pleite gehen. Ach Mann, ich will aber. Hebt ihr das fürs große Finale auf? Was kann. Hier, ich schließe ein paar Parks. Genau, schließ einfach ein paar Parks. So. Wenn ich mir das so angucke, ich habe einen Haufen Parks gebaut.
Erschließ den Fährhafen. Ja, oder so. Ich habe momentan eh keinen. Brauche ich den dann? Nein, schon wieder zu viel umgeklickt. Straßenbahndepot. Schließen. So. Krankenhaus. Du zahlst 50 Simoleons pro Einheit? Boah, ist aber ein rentables Geschäft, hey. Hm? Für ControlNet? Ja. Ja. Du zahlst gut, danke. Mhm. Ey, ich hab alle Kredite am Laufen, die ich hab. Das ist echt krass. Und ich kann das Ding immer noch nicht ausbauen. Ich brauche immer noch mehr Wasser. Ich habe ein Defizit von minus 26,7. Ich brauche mehr Wassertürme. So, jetzt muss ich erstmal wieder was gegen die ganzen Verbrecher her machen. Boah, bei mir sind 4 von 6 einfach nur braun. Ups. Ja, es sind 3 wieder blau. So, wieso geht denn mein Plus jetzt auf einmal so dermaßen runter? Ich meine, ich habe doch jetzt nur eine Polizeiwache gebaut und den ganzen Scheiß. Wie hoch habe ich jetzt die Prozente? 9%. 3000 plus immer noch. Dein alter Trick, 20% erstmal für eine kurze Zeit rausballern. Mhm. 41.000 plus. Yes! Ich brauche Kohle. Gib sie mir. So. Cool. Die Leute fahren zur Arbeit. Leute gehen im Großprojekt arbeiten. Da ist doch momentan gar nichts los. Warum gehen die da arbeiten? Da ist doch nix. Oh, so viel Wasser gibt das Ding aber wirklich nicht, hey. Nee, eben, das ist das Problem. Das ist irgendwie... schön scheiße. Ich hab schon wieder Stau auf der Autobahn. Ey, ich krieg's kotzen. Weiß nicht, was du da immer machst, aber irgendwie... Na, aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Gut, das heißt, ich brauche öffentliche Verkehrsmittel, bevor ich jetzt anfange, hier irgendwas anderes zu machen. Aber ich würde mal sagen, die Leute können ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob du dir das Battlefield holen sollst. Battlefield? Ich und Battlefield zocken? Klar, wir wollen lachen. Na gut. Wir brauchen ja was für die Challenge. Du musst dazu sagen, aber... ich weiß eh, dass die... Nee, sag ja? Du zu. Sag du zuerst. Ja, sag du zuerst. Nein, okay. Du. Ich muss dann aber vorwarnen, ich bin ein absoluter Kacknapp. Also, überhaupt gar keine Erfahrung. Das heißt, wenn ihr einen Noob ordentlich beim Verkacken zusehen wollt, dann ja, dann schreibt's mal ruhig in die Kommentare rein. Jo, und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von mir sehen wollt, wie ich ihm dabei helfe, dass er ein so Noob ist. Ich wollte gerade sagen, wie ich ein noch viel größerer Noob werde. Ach, du Arsch. Ja, danke. Ja, immer gerne doch. Ja. Depot. Wohin mit dem Depot? Das Depot bauen wir. Keine Ahnung, baue ich das doch oben hin. Zu hohe Steuern, hallo? Wieso zu hohe Steuern? Das bringen die sich auch noch um, ey. Noch die Etage hier. Mehr Läden, sonst gehen wir. Mehr Läden? Hier? In der Stadt? Das ist einfach ganz dicht. ja, was baue ich denn jetzt am dümmsten? Ich brauch... hab ne Idee. Ich baue diese Megaturm-Etage ab. Danke. Das schreit die ganze Zeit, dass mein ControlNet nicht richtig ausreicht. Du hast ja auch gar keine Akademie gebaut. Nee, aber ich kaufe hier die ganze Zeit bei dir ein. Also bisher... Also ich habe einen Überschuss von 15.000... Nee, warte mal, was sehe ich denn das? Muss ich da drauf gehen? Ach, einen Überschuss von 4.170 und die kaufst du ja wahrscheinlich. 3.000 habe ich alleine schon jetzt im letzten Tag gekauft. Ja, habe ich noch einen minimalen Überschuss. Ja gut, wenn ich mehr brauche, dann kannst du ja nicht mehr einkaufen, ne? Mhm. Weil ich glaube, meine Stadt hat einen Vorrang. Ja, mir fällt jetzt der Strom aus wegen den neuen ControlNet-Teilen. Wegen den Windkraftverstärkern, weil dafür brauchen wir ja auch ControlNet. War doch geschmiert eine Akademie. Da schaffst du auch gleichzeitig Arbeitsplätze.
kostet doch nur 25.000. Oh, Tatsache. Na gut, komm, scheiß drauf. Und 300 die Stunde kannst du dir auch leisten. Oder eine Control-Net-Anlage. Die bringt doch nichts, da brauchst du dir erstmal eine Akademie für. Nee, ich kann sie aber auch so bauen. Echt? Ja, ja, also ich könnte sie jetzt so, so bauen, aber ich weiß jetzt nicht, was... Warte mal, stellen Sie diese Anlage in Ihrer Stadt auf, um die Technologie der Akademie durch die... Du. Ich glaube, da brauchst du zuerst eine Akademie, bevor du sowas dann bauen kannst, oder? Oder halt, bevor es Sinn macht, sowas zu bauen, weil... Das Ding braucht ja auch Control-Net, glaube ich, erstmal. Um es überhaupt dann weiterzuleiten, weil das ist ja nur so Verstärker. Okay. Aber probier es aus. Kann doch sein, dass ich dann das vollkommen falsch liege. Und die 40.000 kannst du dir auch leisten. Ich habe jetzt erstmal die Akademie gebaut. Mal ganz stumpf. Ah. Und... Die ist angekommen. Die Finanzabteilung. Ah, na endlich. So. Ich hatte hier ja noch Öl ein bisschen gehabt. Habe ich noch Erz? Erz hatte ich, glaube ich, gar nicht hier. Kohle hatte ich auch. Aber Kohle brauche ich nicht. Ja gut, Kohle kann man kaufen. Das ist billig. Erz geht eigentlich auch noch zum Kaufen. Was ist denn das hier für ein cooles Ding? Hey, nicht wegfliegen. Och Mann. So, aber Leute kommen bei mir nicht rein. Ich habe ein Control-Net-Defizit momentan von 3.520. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis die Akademie da am Laufen ist. So, jetzt wollen wir nochmal schauen. Du hättest ja auch erstmal den Verstärker bauen können. Hey, euch gefallen die hohen Steuern nicht. Was denn, wenn ich die Steuern von Stunde 3 1, 5, 5. Ready, aim, fire! Mein Chefkoch schreibt mir gerade, dass es jetzt bei mir Essen gäbe. Soll man einen Cut machen, oder? Von mir aus, wenn du unbedingt essen willst, dann machen wir hier erstmal nochmal einen kleinen Break, bevor es weitergeht. Ja. Ich meine, du kannst ja auch so lange einen Selbstunterhalter machen und dann, ja, das ist eigentlich auch ein bisschen blöd. Ja, eben deswegen, das ist auch ein bisschen blöd. Nö, dann machen wir hier einfach mal einen kleinen Cut und ich warte dann einfach, bis du wieder da bist. Ja, das finde ich super. Also dann, ist ja sogar schon fast eine Folgenlänge für dich, zweimal. Was? Wie? Sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei? Ja. Ach du Scheiße. Ja gut, dann auf jeden Fall bis, wahrscheinlich für euch wird es eh gleich weitergehen, also dann bis gleich. Okay, jo, bis gleich.